Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir wieder ein leckeres Süßgebäck. Das Ganze wird gefüllt mit einer leckeren Dattel- und Walnussfüllung. Jeder macht es ein bisschen anders. Ihr bekommt heute mein eigenes Rezept und wie es geht, zeige ich euch im Anschluss. Wir starten wie immer mit den Zutaten. Für unseren Teig brauchen wir 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, 120 ml neutrales Öl, ich habe jetzt hier Rapsöl, ihr könnt aber auch Sonnenblumenöl verwenden, 120 ml Milch, 120 Gramm Zucker, einen halben frischen Hefewürfel, alternativ geht auch eine Packung Trockenhefe, aber ich bevorzuge die frische. Dann haben wir hier einen Teelöffel gestrichelten Zimt und das ist jetzt nochmal so ein besonderes Gewürz. Ich habe hier einen vollen Teelöffel, das nennt sich Kulicha-Gewürz. Das findet ihr im kurdisch oder türkischen Supermarkt. Man könnte es alternativ auch selbst herstellen, selbst zusammenstellen. Da drin ist einfach nur gemahlener Fenchel, Anis, Kardamom und Steinweißelkerne und etwas Sesam. Das ist aber optional, das müsst ihr nicht machen. Dann habe ich hier ein Ei Größe M sowie ein Eiweiß von dem Eigelb hier. Das werden wir nämlich brauchen, um nachher das Gebäck einzustreichen. Es geht auch schon direkt los. Ich habe jetzt hier mein Glas mit Milch. Die habe ich jetzt lauwarm gemacht. Bei Hefe müsst ihr immer darauf achten, dass die Milch wirklich nur lauwarm ist und nicht zu heiß. Da gebe ich jetzt einfach meinen frischen Hefewürfel rein. Ihr könnt hier noch ein bisschen Zucker dazugeben. Das ist einfach nur, dass das mit dem Teig nachher schneller aufgeht. Das verrührt ihr ganz kurz und dann decken wir das ab und lassen das ungefähr so 7 Minuten stehen. Solange unsere Hefe vor sich hin arbeiten kann, geben wir die nächsten Zutaten in unsere Schüssel. Wir geben jetzt einmal das Öl, Zucker, Vanillezucker, das Ei und das Eiweiß in unsere Schüssel und rühren das einmal kurz um. Nun können die restlichen Zutaten dazugegeben werden. Einmal das Mehl, eine Prise Salz, Backpulver, die Gewürze und unsere Hefe- und Milchmischung. Und daraus werden wir einen Hefeteig kneten. Ihr könnt das ganz einfach mit den Händen machen oder ihr könnt das mit der Knetmaschine machen. Das ist ganz euch überlassen. So ungefähr 5 Minuten durchkneten und dann ist das schon fertig. So, unser Teig ist jetzt fertig geknetet, der hat überhaupt nicht geklebt, der ist super geschmeidig und auch wirklich sehr einfach und weich. So ist er aber auch genau richtig. Ich gebe jetzt ein bisschen Öl in meine Schüssel, einfach nur ganz bisschen neutrales Öl, damit einfach der Teig nicht kleben bleibt. Und den Teig einfach wieder reingeben, bisschen Blatt drücken. Und jetzt muss unser Teig abgedeckt für mindestens 1 Stunde, noch besser sind 2 Stunden, an einem warmen Ort gehen. Und in der Zwischenzeit bereiten wir jetzt einmal unsere Dattel- und Walnussfüllung zu. Wir brauchen für unsere Dattelmasse natürlich Datteln. Ich habe jetzt hier 300 Gramm. Ich empfehle euch auf jeden Fall welche zu nehmen, die einfach mehr Qualität haben. Die sind jetzt auf jeden Fall entsteint, also da ist kein Kern mehr drin. Umso weicher sie sind, umso besser ist es nachher mit der Verarbeitung. Wir brauchen außerdem 50 Gramm Walnüsse, die könnt ihr schon mal so ein bisschen grob hacken.
Dann habe ich hier 3 Esslöffel neutrales Öl. Und jetzt müssen wir gleich unsere Walnüsse und unsere Datteln klein hacken. Ich mache das in einem Zerkleiner. Wer die Möglichkeit nicht hat, der könnte das zum Beispiel in einer Pfanne erhitzen, gibt erst das Öl dazu und dann werden sie angebraten ganz leicht, bis sie so ein bisschen matschig sind. Oder ihr schneidet sie wirklich ganz klein mit dem Messer und zermatscht sie dann einfach mit den Händen. Das würde auch noch gehen. Unsere Masse ist jetzt fertig zerkleinert. Das sieht so hier aus. Und wenn ihr das so ein bisschen zusammenquetscht, seht ihr, dann bildet sich so eine Masse. Und das gebe ich jetzt einfach alles komplett hier raus. Gebe das einfach in meinen Teller wieder zurück. Das werden wir nämlich gleich nachher zum Füllen brauchen. Und falls ihr das, wie gesagt, in der Pfanne machen solltet, dann muss das Ganze natürlich erstmal abkühlen. Aber so finde ich es einfach am einfachsten, die Variante. Genau. Und so ist es auch schon fertig. Wir können jetzt anfangen. Mein Hefeteig, der ist jetzt 2 Stunden gegangen. Nicht wundern, ich habe hier einfach eine kleinere Schüssel genommen. Und unsere Dattelfüllung, die ist ja auch bereit. Ihr braucht ein Backpapier. Den Backofen könnt ihr auch schon so langsam vorheizen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Und wir beginnen damit, dass wir die Hälfte unseres Teiges nehmen. Und genau die Hälfte unserer Dattelmasse brauchen wir auch gleich. Wie ich das jetzt hier mache, das zeige ich euch. Und übrigens, die Dattelmasse, die gibt es auch bereits schon fertig zu kaufen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan. Ich will wissen, was drin steckt und deswegen mache ich es auch selber. Ich habe jetzt hier die Hälfte meines Teiges rausgeholt. Ihr gebt das ganz einfach auf euer Backpapier. Und jetzt zeige ich euch mal meine Technik. Ich habe jetzt hier noch etwas Öl an der Hand. Das ist ja von der Schüssel. Und jetzt verteilt ihr euren Teig einfach nach rechts und links in die Länge, mit den Händen einfach, so. Und dann klappt ihr jetzt einfach euer Backpapier einmal um, so. Und jetzt braucht ihr euren Nudelholz. So, mein Teig, den habe ich jetzt ausgerollt. Der ist jetzt so rechteckig. Der hat fast die Hälfte von meinem Backpapier, ein bisschen weniger. Die Dicke ist ungefähr so dick wie ein Messerrücken. Das könnt ihr natürlich selbst entscheiden, wie dick ihr euer Gebäck wollt. Und jetzt geht es an die Dattelmasse. Wie gesagt, da brauchen wir jetzt auch die Hälfte von der Masse. Das könnt ihr euch erstmal so ein bisschen einteilen. So. Und dann rollen wir das Ganze einmal raus. So, und jetzt kommt man mit. Die Dattelmasse, die werden wir jetzt genau in der Länge von unserem Teig genau darunter verteilen. Ihr könnt einfach so kleine Stücke erstmal abmachen, ein bisschen Blatt drücken. Und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze schön ausgerollt wird. Und dann geht es auch schon weiter. Ich habe jetzt meine Masse so grob verteilt bzw. blatt gedrückt und jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick. Diese Masse muss jetzt einmal auf die Hälfte des Teiges und das könnt ihr ganz einfach mit diesem Backpapier machen. Ihr knickt es quasi einfach nur nach vorne. Einmal so. So, seht ihr? Und dann drücken wir das Ganze wieder ein bisschen platt. So habt ihr es perfekt da drauf. Ihr könnt noch ein bisschen rumspielen und gucken, wo noch ein bisschen wenig ist. Eventuell verbessern, etwas blatt drücken.
So, und diese Hälfte muss natürlich jetzt wieder hier oben drauf geklappt werden. Das machen wir auch wieder mit dem Backpapier. Wenn es euch irgendwo zu dick ist, könnt ihr ein bisschen Blatt drücken. Es ist immer wichtig, dass wirklich alles schön gleichmäßig dick ist. So, und dann nehmt ihr wieder das Backpapier und klappt das jetzt um. Ich versuche mal, dass das von der Kameraseite auch hier so gut klappt. Moment. Einfach hier so ein bisschen helfen und Blatt drücken. So. Und das Ganze, unser Teigstück, das werden wir jetzt nochmal etwas Blatt drücken, weil das wäre sonst viel zu dick jetzt. Einfach wieder rechteckig Blatt drücken. Dabei festhalten, dass die Füllung nicht rausgeht. Und dann einfach nochmal ein bisschen Blatt machen. Ihr könnt auch das Backpapier wieder nehmen, schön festdrücken und dann euer Nudelholz wieder nehmen. Dann wird das Ganze schön gleichmäßig. So sieht das schon mal aus. Das ist wunderbar. Jetzt werden wir unser Gebäck schneiden. Dafür benutze ich sehr gerne einen Pizzaschneider. Ihr könnt aber auch einfach ein scharfes Messer nehmen. Passt auf eure Arbeitsfläche auf. Mittig ansetzen und dann einfach längs durchschneiden. Somit haben wir zwei Portionen. So. Man könnte natürlich auch ganz andere Formen machen. Man könnte hier Kreise ausstechen, Herze. Aber ich finde, es wäre halt schade drum, weil dann einfach so viel Teig verloren geht. Ich mache das hier ganz klassisch. Man braucht kein Werkzeug. Und jetzt könntet ihr hingehen und mit dem Pizzaschneider, kommt mal mit dem Pizzaschneider so wie so Rauten einschneiden. Mit dem Messer geht es genauso gut. Ich habe jetzt hier so einen, ich glaube, das ist so ein Kartoffelschneider, ist auch scharf. Und damit schneide ich mir die Stücke jetzt einfach. Die Dicke könnt ihr selbst entscheiden. Wichtig ist, dass es ungefähr gleich dick sind, damit sie nachher im Ofen auch gleichmäßig backen. Sollte das irgendwie kleben bei euch, könnt ihr einfach ein bisschen Öl da dran machen hier oder ein bisschen Mehl würde auch gehen. Jetzt geht's ruckzuck. Wir haben die Teilchen alle geschnitten. Ihr könnt die einfach jetzt auf eure Backpapier verteilen. Wer möchte, kann dann direkt hier ein Backblech erstmal drunter geben, falls er das Handling etwas zu schwer ist, mit dem Backpapier dann da drauf zu schieben. Und ich verteile sie mit etwas Abstand einfach hier drauf. Jetzt können wir unsere Teiglinge, unsere kleinen leckeren Stückchen einstreichen. Hier ist nämlich das Eigelb von vorhin noch. Hier habe ich jetzt einfach einen Teelöffel Milch reingegeben. Das wird jetzt einmal verquirlt. Das könnt ihr auch einfach mit der Gabel machen. Und dann werden die Teiglinge eingestrichen damit. Und ich habe jetzt hier noch neben, könnt ihr das sehen, gehackte Mandeln. Die gebe ich dann einfach da drüber. Wer möchte, kann gar nichts drüber geben. Man könnte noch Sesam, Schwarzkümmel. Das ist ganz euch überlassen. Und jetzt können unsere schöne Teiglinge ab in den vorgeheizten Ofen.
Meine Lieben, unser erstes Backblech ist schon fertig aus dem Ofen. Bei mir haben sie genau 13 Minuten gebraucht. Jeder Backofen ist etwas anders. Sie sind schön goldbraun geworden. Von unten sind sie auch schön durchgebacken. Das kann man wunderbar hier erkennen. Und wie ihr sehen könnt, sind die auch schön aufgegangen. Ich habe bei diesem Rezept genau 2 Backbleche rausbekommen. Das linke ist noch nicht fertig. Das landet gleich in dem Ofen. Es duftet herrlich, richtig weihnachtlich. Es wird einem warm ums Herz, draußen ist es richtig kalt. Wir genießen das gleich mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Und wenn sie noch warm sind, gebe ich sie am besten gleich in eine Schüssel. Ich habe jetzt ein bisschen Küchenkrepp drunter gegeben. Am besten deckt ihr das mit einem Küchentuch direkt ab, dann bleiben sie richtig schön weich. Sie sind eh schon saftig genug wegen der Dattelmasse. Und jetzt seid ihr dran, probiert es unbedingt aus. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht mehr einen Daumen nach oben zu lassen. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüssi!